Moin Moin beim Rheinsland Barbecue. Wir wollen heute ein paar Beef Ribs machen. Die habe ich wieder vom Schlachter meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Und die werden wir smoken in der Kugel mit Kirschholz. Und so anderthalb, zwei Stunden. Und dann kommen die mit einer Balsamico, Pflaumenmus, Rinderbrühe, werden die dann noch mal so zwei, drei Stunden im Dutch Oven geschmort. Das ist so die grobe Richtung, die wir heute vorhaben. Nachher wollte ich dazu machen ein bisschen Chimichurri, eine Chimichurri-Mischung. Da habe ich eine Fertigmischung und ich werde dann ein paar einzelne frische Zutaten zumachen. Das erkläre ich euch gleich, wie wir das vorbereiten. So, ich werde jetzt erstmal die Ribs vorbereiten. Ich glaube, das ist so ganz gut. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen da geht auch mein Aroundmesser. Warum muss das jetzt ab? Ja, das ist nachher. Das ist hier so eine Sehne und Fett und das ist nachher nicht so. So ein bisschen parieren wie beim Beef Brisket. Das ist so eine überschüssigen Sachen, die nicht so, ja, nicht unnötig sind und nicht so nachher auch nicht mehr so schmecken. So. Das sind so Sehnen. So. Ich glaube, das ist gut so. Ich gehe noch mal ein bisschen. Nö, das ist gut. Okay, es kommt da so ein bisschen Beef Booster drauf. Nicht viel. Nicht viel. Ja, den Rest ein bisschen, jetzt verteile ich gleich. Da war nicht mehr viel drin. Wasserschatz, ungefähr ein Teelöffel. Ein Esslöffel. Ungefähr. Plus minus. Also nach Gefühl. Nach Gefühl. Ein bisschen halt. Ein bisschen. So, beten wir drauf, ne? So, jetzt packen wir mal in die Kugel. Wie gesagt, ich
Gürtelfühler habe ich heute mal den normalen Gürtelfühler von Maverick wieder reingehängt. Zwei Kirschstücke so ein bisschen angehäuft. Und das lasse ich jetzt ziehen. Mal gucken, so bei 120 Grad. 130 Grad, bisschen Rauch. Und wie lange jetzt? Gut, anderthalb, zwei Stunden ungefähr. Lass uns einen kleinen Rauch hinkriegen im Fleisch. Und dann bereiten wir den Dutch Oven vor. So, unsere Chimichurri Gremolata. Wie gesagt, ich habe hier so ein bisschen Chimichurri Gewürzmischung. Das sind so zwei Esslöffel ungefähr. Da kommt dann rein gepresster Knoblauch. Ich sehe gerade, da hat sich eine Zwiebelschale reingeschlichen. Die habe ich jetzt unterm Rand gekickt. Mal sehen, ob sie hält. Also kommt ein bisschen gepresster Knoblauch rein. Den habe ich so ein bisschen in Olivenöl, also Chili-Olivenöl, ein bisschen eingelegt, dass er ein bisschen einzieht und nicht zu trocken wird. Normales Olivenöl. Wir brauchen ein bisschen Raucharoma, ein bisschen Zitrone und natürlich den Hauptkandidaten Basilikum. So. Machen wir mal einen Schuss Olivenöl hier rein. Und dann der arme Basilikum wird total zerrupft. Ja, aber ein bisschen lass ihn noch da, vielleicht erholt er sich ja wieder. So, jetzt kommt so ein bisschen der Knoblauch da rein mit dem Chiliöl. Der will nicht. Reicht auch. Jetzt kommt so ein bisschen die Chimichurri Gewürzmischung. Ich sag mal ein Teelöffel Raucharoma. Denn auch wirklich nur ein Teelöffel. Mehr brauchen wir nicht. Ein Teelöffel Limettensaft. Und dann gucken wir nachher mal, ob wir noch ein bisschen Pfeffer und Salz brauchen. Das sehen wir dann. Fest noch. Wie ihr hört, es ist etwas windig heute, aber wie der Kommentar schon beim letzten Video, egal was zum Wetter, wir grillen. Ich glaube, das lassen wir erstmal ziehen. Ein bisschen Olivenöl oben drauf. Und dann
können wir das nachher noch mal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und das ist unsere Chimichurri Cremolata auf Basilikumbasis. Normalerweise wird die Cremolata mit Petersilie gemacht. Wir machen es heute mit Basilikum. Gut, die Rips sind im Ofen bzw. in der Kugel. Die Cremolata ist fertig und ja, 2 Stunden geht's weiter. 2 Stunden sind rum. Wollen wir mal kaum schauen, wie die sieht schon mal ganz gut aus. Ja, dann machen wir mal und bereiten wir mal die Soße vor. Ich habe den Dutch Oven schon ein bisschen angeheizt. Kommen jetzt die Zwiebeln rein. Die habe ich nur gefiddelt. Die röste ich jetzt so ein bisschen an. Aber in der Zwischenzeit kann ich noch mal ein bisschen die Soße erweitern. Ich nehme noch mal eine kleine Chili. Die kommt hier noch mal mit rein. Und noch mal einen Teelöffel voll fermentierten Pfeffer. Und da machen wir noch mal so ein bisschen. Das mischen wir noch mal so ein bisschen. Man sollte auch den Strom anschalten. Ach Mensch. So. Das müsste reichen. Ein bisschen anziehen. Ihr hört es, es ist immer noch ein wenig windig. Und sowas brauchen wir alles für die Balsamico-Soße. Rinderbouillon, die rühre ich gleich an. Natürlich Balsamico. Ein bisschen El Loco, das ist für Soßen, für eine Gewürzmischung. Pflaumenmus, Tomaten mit Früchten, ein bisschen Oregano. Den habe ich eben gebraucht. Knoblauch 4-mal, ein wenig Chili und Suppengrün, bisschen klein gemacht. Das kommt dann alles gleich zusammen. Und dann kommen auch gleich die Rippen da wieder rein. So, Suppengrün mit rein. Ich mache so ein bisschen Rinderbouillon, löse ich auf und was habe ich ein bisschen gekocht vorher, heißes Wasser gemacht, dass das ein bisschen erstens sich besser auflöst und dass ich den Kochvorgang nicht unterbreche. Aber es
Der Rest. Gemüse und die Zwiebeln ein bisschen angebraten. Dann lösche ich das gleich ein bisschen mit Balsamico ab. Die Mengenangaben wie immer unten im Anhang. Das sind ungefähr 350 bis 400 Milliliter. Lass ich das mal so ein bisschen einreduzieren. Knoblauch kann auch dazu. Ich habe ihn ganz gelassen. Also lassen wir das ein bisschen einreduzieren und melden uns gleich wieder. So, das hat ein bisschen gekocht. Jetzt kommen der Pflaumenmus dazu. Und die Tomaten. Die Firmen, die wir hier benutzen, sind rein zufällig und wir kriegen auch keine Werbeeinnahmen damit. Das ist keine Werbung. Jetzt kommt der Oregano dazu. Und jetzt holen wir mal die Rippen da raus. Die legen wir jetzt damit rein. Da kommt ja gar noch Wasser drauf. Jetzt mal sehr Brühe. Und dann. So. Jetzt gießen wir das Ganze noch mal ein bisschen mit Brühe auf. Gut, zum Schluss wollte ich noch mal ein bisschen Gemüsepaprika mit rein tun. Das machen wir dann kurz bevor es fertig ist. Und jetzt kommen noch mal wieder die obligatorischen zwei Esslöffel
Gewürzmischung. Das war jetzt El Loco, ne? El Loco, genau. So, das lasse ich so 2 Stunden jetzt ziehen. Soll der rein? Also die Handschuhe sind für sowas Gold wert. Das müssen wir, die neue Kohle geht jetzt an. Das lassen wir das so 2,5 Stunden, 3 Stunden bei 160 Grad noch mal ein bisschen schmoren. Wir gucken uns das gleich mal zwischendurch an. Bis nachher. Jo, 2,5 Stunden. Wir schauen mal rein. Sieht eigentlich sehr gut aus. Da kommt jetzt noch ein bisschen die Paprika rauf. Oh. Lassen wir noch mal 1/2 Stunde mitziehen. Und dann testen wir mal an. Boah. Das riecht schon recht gut. Okay. 1/2 Stunde. Ja, gucken wir mal rein. Ich meine, wir haben fertig. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Ich versuche mal, das in einem Stück rauszukriegen hier. Das zerfällt sofort. Probiere ich mal ein Stück. Und? Pflaumenmus kommt durch.
Ein bisschen Säure kommt durch. Eine leichte Süße. Scharf ist es nicht. Ich glaube, ich würde das nochmal mit dem Chimichurri probieren. Mal gucken. Jedenfalls ist es heiß. Passt sehr gut. Erstklassig. Ja, das ist unsere Rinderrippe. Beef Ribs. Erst gesmoked und dann im Dutch Oven 3 Stunden geschmort. Wenn euch das Video gefallen hat, dann like. Ein Abo sind wir auch nicht traurig. Und dann schauen wir nächste Woche mal oder übernächste, was wir da für eine Idee haben. Tschüss.